Gut, dann runter in den Rattenweg. Ich finde die Rüstung echt cool eigentlich. Vielleicht gebe ich die irgendwann mal doch meinen Begleitern. Aber ich werde sie nachher erst einmal Lydia wegnehmen, wenn wir mal wieder in Weißlauf hingehen und da dann lagern. Nackt und ein Menschenschädel, okay. Da ist eine Falle. Was war das, Graf? Wenn Sie wüssten, dass wir das tun, würden Sie uns bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Ich wusste es. Warum müsst ihr gleich uns angreifen? Wir sind ganz schön stark. Okay. Ihr seid scheinbar gute Freunde. Oh. Ah, zu viel. Ein Leck. Okay. Dann müssen wir wohl hier runter. Ja gut, hier ist eine Falle. Was hier passiert, keine Ahnung. Ich wollte sie eigentlich entschärfen. Hier ist schon mal nichts. Das hier aber. Manche dieser Sachen hier klauen, die hier stehen, ist ja schon lächerlich. Wie das da. Ja, ich dachte, hier kommt vielleicht gleich ein Gegner. Ah, ein Skiver, okay. Oh, da kommt mehr. Ah, klappte ja nicht. Konnte ja nur schief gehen. Hier wissen wir. Ich wollte gerade sagen, die Lebensmittel könnten wir gebrauchen. Wo ist Lydia? Lydia? Versuchen wir unser Glück. Okay, das wird irgendwo dazwischen sein. Die Sache ist, wo dazwischen ist immer dann so das Problem. Diesmal aber nicht. Ihr gehört mir. Ah ja. Lydia? Ich habe gehofft, dass sie vielleicht in den Nahkampf geht. Warum hat sie eigentlich einen Bogen? Gut, da haben wir Centaugenix, der sehr gut reindonnert. Da will ich noch nicht lang. Ist nur ein Buch, ne?
Der Bettler, ja. Was zum Teufel? Giewert-Käfig. Tagebuch des Taschendiebs. Gucken wir uns ein anderes Mal an. Die lassen wir einfach mal da. Ach, Lydia! Ich hier! Ja. Danke. Da ist ein Geist, da wollen wir noch nicht hin. Was für eine Tür? Zersplitterte Flasche, okay. Dann will ich doch mal kurz hier jetzt runter. Perfekt. Und hier lang. So. Lydia, tanke. Ich lebe und wir. Du lebst und bist tot. Finde ich gar nicht mal schlecht. Die Verzauberung können wir uns auf jeden Fall gönnen. Bärenfallen, okay. Zauberertisch. Ja, lauf da mal rein, Lydia. Ein Geist. Oder den Geist im Rattenweg. Dingsbums sein Geständnis. Wir folgen dem Geist gleich. Oh. Ja, gleich. Wir gucken da auch gleich mal nach. Das hier ist das. Okay, wir werden jetzt mal ganz kurz das Geständnis lesen. Mein Sohn, mir verbleibt nicht mehr viel Zeit auf dieser Welt, doch bevor die Winternacht mich in ihre kalte Umarmung zieht, möchte ich mir etwas von der Seele schreiben, dass mein Herz seit vielen Jahren schwere Last ist. Vor langer Zeit erhielten meine Brüder und ich einen Auftrag, einen finsteren und starken abtrünnigen Hauptmann gefangen zu nehmen. Dieser einstmals stolze Soldat war durch ein mächtiges Artefakt vereinnahmt worden und hatte Taten von beträchtlicher Boshaftigkeit begangen. Wir erfüllten unseren Auftrag, mussten jedoch einen hohen Preis dafür bezahlen, da nur ich alleine die Begegnung überlebte. In vielen Jahren seit dieser Unternehmung habe ich mich oft gefragt, ob nicht gleichermaßen böse war. Ihn gefangen zu nehmen mit unseren vereinten Zaubern, verschafften wir ihm eine Ewigkeit des Elends, da wir ihn an genannt, was ihn in den Wahnsinn getrieben hatte. Denn das Artefakt, eine mächtige Waffe, die ihn nun Zeit seines Lebens nicht mehr führen kann, so sehr er sich danach auch sehen mag. Ein grausames Schicksal für einen einstmal so großen Mann, der er war, bevor Trauer und Zorn ihn anfällig für derartigen Wahnsinn gemacht hatte. Und eine wahrhaft traurige Geschichte. Doch nun, nach diesen vielen Jahren, hatte mein Herz die Wahrheit erkannt. Ich möchte wieder gut machen, was ich einst tat, und von seinem Elend erlösen. Doch leider ist es mir nicht möglich, solch eine Mission anzunehmen. Daher suche ich euch, mein Sohn, dies an meiner Stelle zu führen. Bitte ich euch, erfüllt den letzten Wunsch eures Vaters, bringt euch zu ihm und befreit ihn. Ja, das war jetzt gelesen. Tagebuch war das, ne? Tagebuch des Taschendiebs. Ich hätte kein Glück, den reichen Kaufleuten auf dem Markt ihr Gold abzunehmen, und diese Taugenichtse von der Diebesgilde wollen mich nicht. Die meinen, ich wäre zu unbeholfen. Mir geht langsam das Essen aus und das Koma aus. Vielleicht muss ich hier ein paar Skiver erlegen, um an Fleisch zu kommen. Einer der Skoma-Händler in Hafen hat mir von jemandem aus Morrowind erzählt, der einen Nixhund abgerichtet hat, um seine Zielperson abzulecken.
Angeblich konnte er auf diese Weise einen Riesenhaufen Gold stehlen. Keine Ahnung, ob ich davon überhaupt ein Wort glauben soll. Aber was bleibt mir denn übrig? Kann ich es auch einfach mal versuchen? Zu schade, dass es hier keine Nixhunde gibt. Aber Unmengen von Skiwan. Ich muss sowieso ein paar als Mahlzeit fangen. Da werde ich vorher einfach ausprobieren, einen abzurichten. Abgeschlossen. Befreie Skritch. Warte zu Hause auf mich. Tundraheim. Ja, ich hab ein Haustier. Gut, dann machen wir jetzt das Wächtergewölbe. Was? Klingt nach einem Detra-Artefakt, um ehrlich zu sein. Das habe ich auch noch nicht. Ich mag das hier nicht. Ich mag das hier ganz und gar nicht. Notiz des Schmugglers, okay. Nein. Untersucht die nördliche Kammer. Bin dabei. Also, da müssen wir rauf. Da oben sehe ich noch eine Kiste. Lesen wir mal die Notiz eines Schmugglers. Dieser Magier und ihre Magie sollten verdammt sein. Alles lief gut. Wir hatten ein schönes Leben und die Gewinne strömten in Hülle Fülle. Dann der Boss nicht bereit erklärt, den Dummköpfen mit ihren Fallen zu helfen. Ich wette dir. War es die? Warte mal. Erst einmal das lesen. Okay. Notiz eines alten Schmugglers. Haben wir noch eine? Nicht blind. Wir müssen ganz klar darüber. Ich kann mich hier dran gar nicht erinnern. Pilze. Okay, das ist es schon mal nicht. Wait, ist. Welche Kammer ist denn das? Ach, ich soll die nördliche untersuchen. Wir sind hier durch. Aber das ist. Da ist doch noch so viel gewesen. Wir nehmen mal diese Tagebücher mit. Aber das ist Band 3, den werden wir jetzt noch nicht lesen, weil ich würde gerne, wenn schon, denn schon auf Band 1 und 2 haben. Ich will auch nach unten. Noch ein Wächter, oder? Der jetzt crazy wird. Was? Damit haben wir ein Problem. Sieben
machen uns tatsächlich Probleme. Oh mein Gott, das ist schlecht. Oh, wir sind hier eingesperrt. Frostresistenz hilft uns nicht. Ach, da heilt sich! Das war knapper, als es hätte sein sollen, ey. Zerrissene Schmugglernotiz. Lydia? Trag zu führen kann nicht mehr rennen, ja gut. Oh Gott. Wollen wir was wegwerfen? Na egal. So. Wir haben jetzt mehrere Sachen zum Durchlesen. Ich kann ihm nicht widerstehen, diese Augen, diese schrecklichen Augen, so voller Zorn, Furcht, Reue. Der Tod ist der einzige Ausweg. Das? Ich fühle mich seltsam, warm und kalt zugleich. Das hatten wir schon mal, glaube ich. So. Ja. Ich traf Seychelle. Tarian an einem Mondas vor den Docks. Es regnete, was ich als Vorzeichen deuten sollte. Wir hatten zuvor schon Geschäfte miteinander gemacht, schwarze Seelensteine, Leichen und andere düstere, unredliche Dinge geschmuggelt, die erwachsene Männer nachts nicht schlafen lassen. Aber das war etwas anderes, es war etwas Großes. Das Schwert, das sie mir gab, glich nichts anderem, was ich je zuvor gesehen hatte. Zähne wie ein Schlachterfisch und ein blutroter Edelstein in der Mitte. Sagte ihr, dass es sich um ein einzigartiges Stück handeln müsste. Sie lächelte und antwortete, dass es noch eins gäbe. Meine Aufgabe stand darin, sie auszutauschen. Wir besiegelten die Aktion mit einer Münze, von der später noch mehrere versprochen wurden. Die Magierin sagte mir, dass man mich eine Woche später kontaktieren würde. Eine Gruppe ihrer Partner würde uns bezahlen, um unser Versteck zu nutzen und jemanden zu töten. Danach sollte ich den Austausch durchführen. Sie sagte mir, dass ich es vor den Magiern geheim halten sollte, was mich kurz stocken ließ. Die Einzelheiten waren für mich allerdings nicht sonderlich wichtig. Mir reichten die Zahl im Geschäftsbuch zu kennen. Einige Monate sind vergangen und der Handel hat sich als mehr als schlecht erwiesen. Die Magier haben ihre eigene Magie und wir unsere Gier unterschätzen. Nun zahlen wir alle den Preis für diese Torheit. Einige haben versucht, sich ihren Weg freizukämpfen, aber diese Mistgier stirbt einfach nicht. So langsam glaube ich, dass es da gar nicht kann. Außerdem hat sich jeder von ihnen niedergestreckten Mann wieder erhoben, um an seiner Seite zu kämpfen, was es noch schwieriger macht, ihn zu töten. Ich schätze, dafür kann ich nur mit mir selbst die Schuld geben. Ich hätte Anfang an einem Bauchgefühl vertrauen sollen. Magier-Aufträge
Umweht stets übler Geruch bei. Diesen allerdings war er ganz besonders widerwärtig, aber ich war so auf das Gold aus, dass ich mich und meine Männer einreden, es wäre Mondzucker. Ich hasse das Lesen, das wisst ihr. Das Lustige daran ist, dass ich Blutdorst gar nicht mehr in meinem Besitz befinde. Ich habe die Klinge in den Gruben Falders Zahn verloren, da ich dachte, ich könnte die Magier und Katharine einfach töten, sobald ich die andere in die Hände bekomme. Wird doch als der Zauber misslang, sperrte die Gilde den Hauptmann und mit ihnen auch uns in diese Kammern ein. Nun bleibt mir nur noch ein eiternde Wunde, ein leerer Magen und die Münzen der Magierin. Wahrscheinlich ist das Einzige, was es jemals hierher hinausschaffen wird, und sie könnte eine Menge Geschichten erzählen. Denn die Münzen hat viele Leben gekostet. Mit ihr wurden viele Träume verkauft und viel Blut vergossen. Ich weiß, dass ein Fluch auf ihr liegt, doch aus irgendeinem Grund kann ich sie nicht weglegen. So, das war die Zelle. Auf einer Seite ist auch noch eine. Und wir gleich. Doch, ist nur die. Oh Mann, ey. Und jetzt noch so eine Kammer. Perfekt. Der Kritzel des Gildenmagiers. Ah, das zweite Tagebuch. Haben wir da jetzt aufgesammelt? Bekleidung. Das? Wow, das menschliche Herz ist so viel. Wenn ich es richtig weiß, war ja draußen ein Tisch, ein Altar. Wir sollten gleich mal die gekritzelte Scheiße uns angucken. Alter, Zutaten. Elfenohr. Speichern und weiter runter. Immer weiter. Jo, das ist ein Mod-Content, weil der eine war nicht übersetzt ins Deutsche. Ah, schon wieder zu voll. Also das hier ist Mod-Content, interessant. Glaube ich, also würde ich jetzt so vermuten. Also es ist Custom Creation. Also der Club. Okay, wir tun da wieder was rein. Wie viel ist denn der Bogen? Der ist was wert, deswegen nicht. Meine schwere Spitzhacke, wir kriegen schon wieder eine neue. Sonst noch was hier unten? Ich glaube nicht. Dann haben wir das jetzt auch, oder ist da in der Mitte was? Nein. Gut, dann wieder rauf. Und hoffen wir, dass wir am Alchemietisch was herstellen können. Das ist ein Arcana. Okay, ja, das nehme ich aber auch. Und zwar will ich den Eisendolch entzaubern. Und die Sachen haben wir. Okay. Ah, Trankmischerbeutel.
Wir müssen. Okay, wir konnten zwei Heiltränke herstellen. Wunderbar. Und das Problem ist, wir brauchen jetzt schon welche. Warte mal, oh mein Gott. Bedingt brauchen wir welche, weil wir können uns ja auch selber heilen. Ich habe natürlich jetzt nicht alle unsere Magikertränke mitgenommen. Die liegen jetzt noch alle zu Hause. Aber das ist schon mal besser als gar nichts. Ich werde aber notfalls schon mal... Habe ich noch Magikertränke? Nee. Ich wollte gerade sagen, ich werde schon mal wieder ein bisschen was nachlegen. So. Kurz speichern. Mir ist gerade was eingefallen. Wo ist Rot? Da. Wir haben einen Schrei, mit dem wir da oben rübergekommen wären, glaube ich. Also ich habe da vorne ja gespeichert, also bevor wir halt gleich denn das nicht schaffen. Aber wo ist der? Schrei. Ich glaube, das will ich versuchen mit dem Schrei. Ja. Weil da oben ist ja noch eine Lootbox, wollte ich gerade sagen, eine Kiste. Hier warten wir. Wir wollen erstmal in die... Wir gehen hier ran. Ja, das ist sogar so gedacht. Ich speichere denn hier nochmal. Ah ja, wir haben auch noch eine Notiz von dem... Wir haben jetzt auch zwei Briefe, die wir gleich noch lesen könnten. Das ist cool. Okay, damit kann man wahrscheinlich auch so seine Drops abdämpfen. Bücher. Das ist mit G an oder was war das? Irgendwas mit Magier oder Gilde? Gekritzel des Gildenmagiers. Wir sind verloren. Es gibt keine Hoffnung. Was andere? Irgendwas auch mit Magier. Notiz des Gildenmagiers. Wie ist das möglich? Unser Plan hätte funktionieren müssen. Doch wer konnte annehmen, dass seine Waffe unsere einfachen Zauberungen stören würde? Nun sitzen wir in unserer eigenen Falle fest. Was ist diese Waffe? Und was kündigt sie an? Irgendwas stimmt damit nicht. Die sieht aber geil aus. Wir warten mal 2 Stunden. Okay, Lydia. Ach du. Das kommt mir bekannt vor. Das lesen wir uns nachher durch. Grab des Feuerwächters. Okay, okay. Lydia? Stay together. Das Gute ist, sie sind One-Hit.
Oh mein Gott. Lydia. Aspekt der Wut. Jetzt muss ich gegen alle drei kämpfen. Mal wetten. Wait. Das ist jetzt ein Problem, dass du mir da sowas reindonnerst. Oh ne, gegen den haben wir keine Chance. Das ist jetzt ein Problem. Lydia? Seid ihr zum Sterben bereit? Okay. So, jetzt du, oder? Nee, Magier. Das kriegen wir jetzt irgendwie schon hin. Ja. Du kannst ja auch schreien, mein Freund? Nee. Lydia! Seid ihr zum Sterben bereit? Das war eben gerade, glaube ich, ein guter Treffer. Ja. Schild der Klingen. Brief von zu Hause. Klinge. Schwert der Klinge. Das sind die Klingen, Lydia. Weißt du, wer das sind? Immer noch da. Wie kann ich euch dienen, Tane? Eigentlich relativ coole Leute. Du hast jetzt ernsthaft einen Teil des Kling-Outfits angezogen? Geht ihr voran. Okay. Wir speichern hier mal. Looten tun wir die jetzt nicht. Oh. Die haben sich vertragen. Dornfang. Abendzahn. Ich schaffe das Schwert. Verursacht tagsüber 7 Feuerschaden und nachts 7 Frostschaden. Absorbiert nach Besiegen von 12 Kreaturen 5 Punkte Gesundheit oder Magiker. 0 Kreaturen besiegt. 23 Angriff. Wow, die Waffe ist cool. Die gefällt mir richtig. Ah, wir könnten die ja erstmal mitnehmen. Wir müssen ja nicht nur rein auf durchgehen. Wir haben ja jetzt auch die 3 Tagebuchbände. Sollte ich mal eigentlich aufschreiben auf meinem Zettel. Tagebuch Band 1, 2, 3. Achso, ja, genau. Weißlauf haben wir komplett abgehakt. Schneeschuh. Drei. Dann haben wir jetzt Tagebuch Band 1 bis 3 uns notiert. Jetzt kann ich ja meine Packung mit den Snacks wieder rauflegen auf meinem Block. So. Und wir haben es in den Rattenweg geschafft. So, speichern wir. Ich denke, das
hier verhält es sich anders. Das haben wir alle schon mal gehört, Breen. Macht euch nichts vor. Es ist Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, alter Freund. Ihr, Vex, Mercer, ihr alle gehört einer aussterbenden Gattung an. Die Dinge ändern sich. Eine aussterbende Art, was? Und wie nennt ihr das? Sieh an, sieh an. Ich bin beeindruckt, Bürschchen. Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Hierher zu kommen war einfach. Verlässlich und entschlossen. Ihr erweist euch ja als wahrer Glücksgriff. Also, nun da ich mit unserer kleinen Aktion auf dem Markt euren Appetit geweckt habe, könntet ihr euch vielleicht um ein paar Schuldner kümmern. Schuldner? Was haben sie getan? Sie schulden unserer Organisation viel Geld und haben sich entschlossen, nicht zu zahlen. Ich möchte, dass ihr ihnen die Fehler ihres Tuns erläutert. Mhm. Wer? Kiraba, Bersi, Honighand und Helga. Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation sicher. Wie soll ich vorgehen? Um ehrlich zu sein, sind die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass einer von ihnen stirbt. Ist schlecht fürs Geschäft. Mhm. Gut. Gut. Wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und nun los. Habt ihr irgendwelche Tipps? Warte. Ich werde hier sein, wenn ihr fertig seid. Was? Wieso bin ich so langsam? Mein Trank ist ausgelaufen. Wenn ihr euch unterhalten wollt, ist die zersplitterte Flasche nicht der richtige Ort. Ich denke, dass Brynjolf euch alle nötig hat. Ich kann wohl mit eurem Gesicht arbeiten. Schließlich hat ein Bildhauer auch nicht immer den feinsten Granit zur Auswahl. Autsch, wovon redet ihr? Ich habe angenommen, dass ihr wegen eures Gesichts gekommen seid, damit ich es in etwas Ansprechenderes verwandle. Nein, danke. Was die Natur mitgegeben hat. Ihr seid also als Kunde hier. Soll ich euer Gesicht neu gestalten? Nein. Wisst ihr eigentlich, was ihr da macht? Ich war nicht immer eine verlumpte Bettlerin. Ich habe meine Kunst von den Meistern des Fleischformens gelernt. Ich habe an der Fakultät der Chirurgen in Wolkenruh gelernt. 3 Jahre lang wandelte ich unter den hohlgesichtigen Männern von Nohotogra. Der Adel des Reiches und des Bundes zählt zu meinen Kunden. Und doch bin ich so tief gesunken, dass ich mich vor einem Wanderer in den Abwässern der hinterletzten Provinz rechtfertigen muss. Ich habe erfahren, dass ihr Aussehen anderer Person verändern könnt. Verändern? Ich kann euer Gesicht neu machen, wenn ihr es wünscht. Nee, danke. Ich übe meine Kunst aber nicht umsonst aus. Ich bezweifle, dass ihr euch meine Dienste leisten könnt. Euch umhüllt der Geruch eines Vagabunden. Ich besitze ein Grundstück im Wert von 7500 Septinen und habe dabei 8800 und besitze noch mal ebenso 1000 in meinem Tresor. Ich muss handeln. Hey, Wirt. Wenn ihr was trinkt, ein bisschen hier vorne. Ach, nur das. Also gut. Okay, wir reden uns mal ganz kurz durch die Diebesgilde durch. Fangen wir mit dieser hübschen Dame an. Hallo. Tonila. Zwischen Feckel und mir läuft was. Ich rate euch deswegen, lieber die Finger von den Waren zu lassen. Ja. Ihr braucht einen Rat? Sprecht mit Brynjolf. Ich habe Besseres zu tun. Hey, Dame. Ne? Euler. Dem Letzten, der Feckel Ärger bereitet hat, wurde der Schädel zertrümmert. Warum nennt man euch Heuler? Man nennt mich Heuler, weil Geheule das Letzte ist, was ihr hört, bevor sie euch zu Grabe betten. Warum? Findet ihr die Namen lustig oder wie? Der Name würde jeden Angst einjagen. Ach ja? Finde ich auch. Ihr seid ziemlich schlau. Nur einfach nur doof. Hier, nehmt einen aufs Haus. Nein, ich bin voll. Helft mir auf die Sprünge. Weshalb werdet ihr nochmal Heuler genannt? Wie ich euch schon gesagt habe, nennt man mich Heuler. Weil Geheule das Letzte ist, was sie hört, bevor sie euch zu Grabe bitten. Also gut.
Ach, du bist mein Begleiter. Hey, du da. Habt ihr schon etwas für uns? Habt ihr irgendwelche Tipps auf Kirawa? Kirawa ist stur, aber die Familie ist ihre Schwachstelle. Redet mit Talen Yai im Bienenstich und versucht etwas herauszufinden. Sie kennen sich gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Was ist Helgas Geschichte? Helga ist eine fromme Anhängerin von Libella und ganz vernarrt in ihre Götterstatue in der Herberge. Setzt sie als Druckmittel ein, damit sie nachgibt. Die habe ich geklaut, liegt bei mir zu Hause. Oh, könnt ihr mir bei Bersi helfen? Solch einen eigensinnigen Mann werdet ihr kein zweites Mal finden. Der Schlüssel ist diese hässliche Zwergenurne in seinem Laden. Wenn ihr sie zerbrecht, wird er seine Einstellung ändern. Danke. Ich werde hier sein, wenn ihr fertig seid. Ey, du da. Kommt später wieder. Vielleicht habe ich dann Arbeit für euch. Kommt später wieder. Vielleicht habe ich dann Arbeit für euch. Und das waren alle Leute hier im Rattenweg. Habt ihr schon etwas für uns? Wir reden nochmal mit denen. Kommt später wieder. Vielleicht habe ich dann Arbeit für euch. Wenn ihr was trinken wollt, solltet ihr auch dafür zahlen können. Erzählt ihr mir was über die Diebesgilde? Ich kenne euch nicht, also haben wir auch nichts zu besprechen. Wie wäre es, wenn ihr erstmal Brynjolfs Auftrag erledigen würdet? Dann können wir reden. Ich würde mich gerne hier niederlassen. Richtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum... ne. Sehr wohl. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr euch zum Kauf des Hauses entschieden habt. Kommt später wieder. Vielleicht habe ich dann Arbeit für euch. Rattenweggewölbe. Komme ich denn jetzt hier raus? Was? Auf jeden Fall die richtige Waffe. Okay, das mit dem Gewicht ist ein Problem. Oh, wir haben noch die ganzen Drachenblödsinn dabei. Mögen euch die Götter verdammen! Ich muss mal ganz kurz so eine... Du triffst Waldgruft. Gut, da ist eine Falle. Ich frage mich auch, welches Haus wir kriegen. Glaube ich zwar nicht, dass du das machst. So, wir haben ein bisschen was gesnackt. Was haben wir hier? Einen einfachen Nord mit einer Goldhalskette. Bam. Also ja, hier unten sind wirklich viele Skiver. Haben wir noch einen Trank? Stärke. Taschendiebstahl. Nee. Den wollte ich verkaufen. Alter. Okay, ich weiß nicht, ob das hier... Lydia? Ah, verdammt, Lydia ist nicht hier. Okay, hier ist nichts. Also hier lang. Ich wollte fragen, ob Lydia vielleicht doch noch Platz hat, weil ab und zu haben die ja nach neu anlabern wieder Platz. Ja. Das heißt, ich bräuchte vielleicht diese blöde Dibella-Statue. Und die liegt zu Hause auf meinem Bett.
Okay, Lydia, ganz kurz. Ich gebe euch Deckung. Wie kann ich euch dienen, Tane? Ihr geht vor, ich folge. Ich bin direkt hinter. Kann ich Lydia überladen oder ist das jetzt gekommen? Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Perfekt. Weil scheinbar kann man immer sie einmal anlabern, dann ihr was geben und danach ist das erste Akt. So, sozusagen, dass sie überlastet ist. Na gut, wenn Lydia sich genau da vorstellt, ist auch immer blöd. Natur. Au. Das war gar nichts. Eisenbarren. Das war schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Genug, ihr werdet genug. Nicht die Oberhand gewinnen. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Ja, macht doch. Oh mein Gott. Ja, Lydia macht mittlerweile keine kurzen Prozesse mehr. Oh, wie süß! Mini-Schatztruhen, Mini-Truhen. Das ist ja auch wieder Mod-Content. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, dass sowas normales sind. An die anderen komme ich nicht ran. Eine verzauberte Eisenkriegsachse mit Blut. Können wir aber auch liegen lassen, um ehrlich zu sein. Was auch immer das für ein Bogen ist. Dachte, hier kommt man vielleicht raus. Rattenweggehege? Ich will doch nur raus. Ah, nee. Aua. Wir haben hier einen Kannibalen. Sie waren golden, selbst als Tote. Aber ihr Blut war rot, ich wusste es. Okay. Die Feuer erleuchteten die Nacht. Überall am Romare. Wie herabgefallene Sterne. Okay. Es war wirklich schön. Worüber du auch immer redest, mein Freund. Der Tod ist stark überbewertet. Verschont mich bitte. Lydia. Lydia, hey. Alles gut. Wir verschonen sie. Ah, Lydia. Tut mir leid. Bei ihm? Okay. Ich werde die Tür nicht öffnen. Also könnt ihr mich auch genauso gut in Ruhe lassen. What the fuck ist das hier für ein... Wenn meine Freunde davon erfahren, dass ihr mich belästigt habt, steckt ihr in Schwierigkeiten. Was ist das denn für ein Bereich? Lydia. Okay, wir müssen den ganzen Weg zurückgehen. Weil, jetzt kommt's, hier kein Durchgang ist.
Das heißt, wir können mal ganz kurz hier rüber, dann zu Dings, denn also komplett zurück. Also gut, nur weil ich dachte, hier wird's lang gehen. Ich habe diesen Bereich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ist das wirklich standardmäßig im Spiel drin? Wow. Kaiserlichen Bogen immerhin. Gut, da unten ist also eine Tür, da kommt man nur wahrscheinlich über was ganz Spezielles rein, wie auch immer. Er hatte hier seine kleine Falle. Speichern einfach schon mal sicherheitshalber, nicht dass noch was passiert. So, Rattenweg. Zersplitterte Flasche, meine ich. Was mich interessiert. Wenn ihr was trinken wollt, solltet ihr auch dafür zahlen. Hier gibt es keine. Theoretisch könnten wir uns das Haus ja wirklich leisten. Ich weiß noch nicht, wie schlau das ist. Ach, eine Laterne, aber die können wir eh nicht benutzen. So. Und wir sind raus aus der Kanalisation. Wir müssen jetzt erstmal verkaufen, kaufen, sowas in die Richtung. Mit Leuten reden, Leute erpressen. So, ja, hier drin sind auf jeden Fall welche. Der will ich doch nichts tun. Wollt ihr ein Zimmer? Ich habe diesem Clown schon gesagt, dass ich eurer Bande nicht eine einzige Münze bezahlen werde. Ich habe eine Nachricht von dem Kerl. Das war keine Bitte. Schaut euch doch um. Ich kann dieses Rattenloch kaum noch am Laufen halten. Daran ist der Krieg schuld. Ich verschwende nicht meine Zeit mit Leuten wie euch. Gut, und richtet euren Bossen diese kleine Botschaft aus. Ich zahle euch keinen einzelnen Septim. Niemals. Und jetzt raus aus meinem Gasthaus. Ihr will ich eigentlich nichts antun. Nicht ihr. Sie ist so nett. Und ich verstehe, dass das mit dem Haushalt das Problem ist. Und hier schlafe ich immer umsonst. Was wollt ihr? Hab eine Nachricht von Brynjolf. Was will er denn nun schon wieder? Ich habe ihm doch schon erklärt, dass man einem Stein kein Blut abpressen kann. Es geht nicht mehr nur um das Geld. Hör zu, ich kann kein Geld herbeizaubern, wo keins ist. Bitte seid doch vernünftig. Ich werde nächsten Monat bezahlen. Unsere Geduld ist am Ende. Auch meine Geduld ist am Ende. Was hat es denn für einen Sinn zu bezahlen? Eure Leute kommen ja nicht einmal mit sich selbst zurecht. Genauso gut könnte ich das Gold gleich in die Gosse werfen. Mich könnt ihr mit euren Drohgebärden nicht einschüchtern. An euch zahle ich nicht eine müde Münze. Wow. Wait, da drin war noch jemand? Bitte, nehmt nicht die Statue. Das ist das einzig Wertvolle, was ich noch besitze. Dann soll ich die Statue in einen Brunnen werfen. Ja, das tut mir so leid. Nicht Lady Dibella. Nein, bitte. Ich darf sie nicht verlieren. Ich habe schon verstanden. Da habt ihr euer Gold. Ich hoffe, ihr erstickt daran. 100 Gold nur? Oh. Lydia. Das ist ein Saftladen, mit dem wir hier zusammenarbeiten. Ach, nicht hier auch noch. Also, was darf es denn heute sein?
Ich habe eine Nachricht von Brionlov. Was? Oh, ihr seid einer von denen. Also gibt sich Brynjolf nicht mal mehr die Mühe, selbst aufzukreuzen, was? Wie lautet die Botschaft? Wenn ihr nicht bezahlt, passiert ein Unglück. Dumpfe Drohungen und geballte Fäuste können mich nicht umstimmen. Ihr Kerle hat bloß eine große Klappe. Das weiß doch jeder. Ich soll euch zahlen, um mich zu schützen? Ihr könnt euch doch noch nicht mal selbst schützen. Wir können auf uns aufpassen, glaubt mir. Macht euch nichts vor. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis man euresgleichen aus Rifthorn jagt. Mir reicht es. Ich ebenso. Ich habe eine Menge zu tun, also muss ich euch jetzt bitten zu gehen. Ich kann nicht zahlen. Ich kann nicht. Das kann doch nicht sein. Es tut mir leid, aber ich muss euch jetzt bitten zu gehen. Nein, ihr werdet sie noch zerbrechen. Bezahlt Nein. sie einfach, Bersi. Diese Ohren. Bezahlt sie einfach, Bersi. Oh, kommt aus der Seite. Oh Mann. Ja, es ist einfach bezahlt. Möchtet ihr, dass ich noch etwas kaputt mache? Ist ja schon gut. Ich werde ab jetzt rechtzeitig zahlen. Aber schlagt nichts mehr kaputt. Hier, nehmt euch euer Gold und lasst mich in Frieden. Mein Mann Bersi bringt mich noch ins Grab. Er sorgt sich zu sehr um Rifthorn. Schon wieder 100 Gold? Was ein Saftladen. Ich sagte raus. Von mir kriegt ihr keine einzige Münze. Vorsichtig. Ich sagte raus. Von mir kriegt ihr keine einzige Münze. Was ist wohl deine Schwäche? Bist du nicht irgendwie so eine Art Sturkopf? Was war da? Haben wir vielleicht einen kleinen Tipp? Talin Jay. Ach, ihren Ehemann. Was wollt ihr? Vielleicht könnt ihr Kereva zur Vernunft bringen. Durch die Gerüchte darüber, wie schwach eure Gilde geworden ist, ist sie deutlich zu dreist geworden. So dumm bin ich nicht. Das Letzte, was ich will, ist ein Krieg mit euren Leuten. Dann helft mir, sie zum Zahlen zu bewegen. Schaut, ich erzähle euch das nur, weil ich mir Sorgen um sie mache. Glaubt nicht, dass ich eure Taten gutheiße. Kerava hat Familie auf einem Hof in Morrowind. Wenn ihr sie ihr gegenüber erwähnt, hört sie euch vielleicht zu. Ich möchte aber nicht, dass jemand verletzt wird. Der Gedanke daran würde mich umbringen. Entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Tut mir leid. Ich zahle euch oder Brynjolf keine einzige Münze. Jetzt raus aus meinem Gasthaus. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Achso, aber meine Kohle nochmal eben kurz einkassieren. Das mag die Dame, ne? Okay, ich habe eine Nachricht vom Brynjolf. Missverständnis. Ich meinte es nicht so, als ich zu Brynjolf sagte, er solle vom Pier springen. Sagt ihm, dass es mir leid tut, ja? Nehmt das. Das ist jede einzelne Münze, die ich schulde. Ich schwöre es. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, aber erstmal müssen wir pennen. Na gut, Diebesgilde halte ich tatsächlich nicht für die geilsten. Aber möglichst die Möglichkeit zu haben, illegal zu handeln und so. Also, stopp, das war schon zu viel. Finde ich gut. Gehen wir mal ein weiter. So. Langsam sollten wir mal wieder Skillpunkte investieren, gerade in Schaden und Rüstung. Gerade jetzt, wo wir eine leichte Rüstung haben.
Ah, durch Schlaf waren wir auch voller Tipp, das ist gut. Ja. Ich habe Mjoll noch nie ihr seid so zurück. Durcheinander erlebt. Was habt ihr herausgefunden? Diese Stadt geht hier wirklich seid gegrüßt. Wie kann ich euch helfen? Gar nichts. Vorsichtig. Ich möchte nicht für euren Tod verantwortlich. Grüße, geschätzt. Was habt ihr zu verkaufen? Was hab ich denn so für dich zu verkaufen? Weißt du was? Nimm. Passt auf euch auf, Landläufer. Ich glaube, das Spielerhaus? Wo ist denn das? Keine Ahnung. Wo ist denn die Rüstungsdame da? Ja? Ich brauche Training für leichte Rüstung. Was kostet das? Ich will euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt. Danke. So, mal ganz kurz gucken. Also, was ich jetzt machen will, ist mal ganz kurz, wir müssen überlegen. Schießkunst haben wir schon auf 61. Ne. Und dann geht's hier hoch, mächtiger Schuss. Ja, wir müssen mal gucken. Das Gemüse ist so frisch wie ein Winter. Geh, ich muss mit dir handeln. Das kann nach hinten losgehen. Naja. Wollt ihr euch den ganzen Tag nur umsehen oder eine Rüstung kaufen? Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold. Ja. Was habt ihr zu verkaufen? Wunderbar. Habt ihr wieder Kohle? Ja. So, was ich zu verkaufen habe, ist. Bogen ist unverkäuflich. Hier. Ja. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen. Gut, gehen wir den Rattenweg. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Was wir noch machen in dieser Folge. Wir müssen auch noch Frost besorgen. Das ist auch noch eine Sache, die heute anliegt. Und sonst haben wir aber eigentlich so gut wie alles erledigt erstmal. Den Auftrag sauber erledigt und das Gold abgeliefert. So mag ich das. Hier ist alles. Leichen verschwinden zu lassen und die Wachen zu schmieren, kann teuer werden. Gut gemacht. Und auch ich schulde euch etwas. Hier, die könnten euch recht nützlich sein. Was kommt als nächstes? Wenn man bedenkt, wie ihr die Ladenbesitzer im Griff hattet, habt ihr mehr als nur euer Können unter Beweis gestellt. Leute wie euch brauchen wir in unserer Gruppe. Wenn er nochmal Gold zu holen ist, bin ich dabei. Das ist die richtige Einstellung. Der Diebstahl liegt euch im Blut. Ihr seid ein echter Langfinger. Ihr werdet bestimmt gut zu uns passen. Bevor wir gehen, muss ich euch was fragen. Das heißt, ihr werdet in letzter Zeit nicht gerade von Erfolg gesegnet. In letzter Zeit gab es eine Durststrecke, jedoch nichts Besorgniserregendes. Wisst ihr was? Ihr bringt uns weiterhin Geld und ich kümmere mich um alles andere. In Ordnung? Na gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, folgt mir einfach und ich zeige euch alles. Na, dann folgen wir ihm nochmal. Dann sind wir auch mit der Folge für heute durch. Später unterhalten. Ach, geh doch. So, ab in die Zisterne.
Ich erkläre euch alles, dann könnt ihr eure Fragen stellen. Ja. Ich folge euch ja nur. Ah, jetzt sind wir in der richtigen Diebesgilde, denke ich mal. Unser neuer Rekrut. Das wird hoffentlich nicht schon wieder eine Verschwendung von Gildenmitteln, Brynjolf. Bevor wir weitermachen, will ich eines absolut klarstellen. Wenn ihr euch an die Regeln haltet, seid ihr am Ende reich. Wenn ihr die Regeln brecht, verliert ihr euren Anteil. Kein Wenn und Aber, keine Diskussion. Ihr tut, was wir sagen, wann wir es sagen. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Ja. Regeln? Wir sind doch Diebe. Wozu Regeln? Das überhöre ich mal, weil ihr ja noch neu seid. Bei der nächsten unpassenden Frage haben wir beide ein Problem. Also, verstehen wir uns? Ja. Gut, dann ist es wohl an der Zeit, euer Fachwissen auf die Probe zu stellen. Wartet mal, ihr redet doch nicht etwa über Goldenglanz, oder? Selbst unsere kleine Vex ist da nicht reingekommen. Ihr behauptet, dass dieser Rekrut eine Begabung für unser Geschäft aufweist. Dann soll er es beweisen. Gut Goldenglanz ist für einen unserer größten Kunden enorm wichtig. Allerdings hat sich der Eigentümer plötzlich entschieden, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und uns auszusperren. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Brynjolf wird euch die Einzelheiten erklären. Mercer. Habt ihr nicht etwas vergessen? Hm? Oh, ja. Weil Brynjolf mir versichert, dass ihr ein großer Gewinn für uns seid, könnt ihr mitmachen. Willkommen in der Diebesgilde. Willkommen in der Familie, Bürschchen. Okay. Ich erwarte, dass ihr reichlich Geld einbringt, also enttäuscht mich nicht. Und wie komme ich zu meinem Anteil? Ganz einfach. Tut, was man euch sagt und haltet eure Klinge sauber. Wir verdienen unser Geld nicht mit Mord. Ihr solltet mit Delvin Mallory und Vex reden. Sie kennen sich aus und können euch ein paar zusätzliche Aufträge verschaffen. Oh, und sprecht mit Tonelia in der zersplitterten Flasche. Sie kümmert sich um eure neue Rüstung. Erzählt mir etwas über den Auftrag. Gut Goldenglanz ist eine Imkerei. Dort liefern die verdammten kleinen Biester ihren Honig ab. Das Gut gehört einem großmäuligen Waldelfen namens Aringot. Ihr müsst ihm eine Lektion erteilen, indem ihr drei der Bienenstöcke niederbrennt und den Tresor im Haupthaus leerräumt. Haken bei der Sache. Der Haken besteht darin, dass ihr nicht einfach alles niederbrennen könnt. Der bereits erwähnte und wichtige Kunde Mercer wäre in diesem Fall außer sich vor Wut. Klingt sinnvoll. Ja. Unsere Kunden zu verärgern, ist das Letzte, was wir tun wollen. Mhm. Was ist mit Aringos? Maven möchte, dass Aringot am Leben bleibt. Wenn er euch jedoch daran hindert, den Auftrag zu erledigen, tötet ihn. Für die Gilde hängt viel davon ab. Lasst mich nicht dumm dastehen, indem ihr es vermasselt. Ich muss noch mehr darüber wissen. Gut Goldenglanz hat der Gilde Unmengen eingebracht. Man könnte es als unser bestes Geschäft bezeichnen. Dann zahlt Aringot aus heiterem Himmel unseren Anteil nicht mehr. Mercer war nun verärgert, um es milde auszudrücken. Also haben wir Vex geschickt und dann herausgefunden, dass er Söldner angeheuert hatte, um das Gut zu bewachen. Söldner? Nicht die Wachen von Riften? Genau. Aringot hat die Wachen zum Teufel gejagt und die gesamte Insel befestigt. Vex ist gerade noch mal mit dem Leben davon gekommen. Ihr solltet mit ihr reden, bevor ihr geht. Okay. Wie zerstöre ich Bienenfässer? Bienenstöcke. Sie sind wie kleine Festungen aufgebaut, um dem Wetter zu trotzen. Ihr Schwachpunkt ist jedoch das Feuer.
Außerdem wird eine riesige Rauchsäule den Einwohnern von Rifton perfekt verdeutlichen, dass wir es ernst meinen. Warum brennen wir nicht das ganze Anwesen nieder? Ich gebe euch einen guten Grund. Maven Schwarzdorn. Wenn wir alle Bienenstöcke abbrennen, muss sie den Honig für die Brauerei importieren, was ihren Gewinn schmälert. Jemand bezahlt mich, um das Pferd von Maven Schwarzdorn zu stehlen. Ehrlich, Bürschchen. Da kann ich mir ja gleich selbst die Kehle durchschneiden. Von wem kommt denn dieser seltsame Auftrag? Sibby Schwarzdorn. Sibby hat also endlich den Mumm, seine Zähne zu zeigen, was? Das klingt wie eine Familienangelegenheit und ich möchte nicht, dass die Gilde darin verwickelt wird. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Erwartet nur nicht, dass wir euch helfen, wenn Maven euch hinrichten lässt. Ja, klar. Maven ist die einflussreichste Mandantin. Wir hatten eine Vereinbarung mit Maven und achteten auf Gut Goldenglanz, um den Honig fließen zu lassen. Wenn es Probleme mit den Arbeitern gab, haben wir uns darum gekümmert. Mitbewerbern, die Honig von Aringot kaufen wollten, stahlen wir die Ladung. Im Gegenzug ermöglichte es uns Maven, Aringot zu erpressen und reichlich Geld zu scheffeln. Und wie gefährlich ist es, ihr in die Quere zu kommen? Sagen wir es mal so. Nichts geschieht in Rifton ohne Mavens Zustimmung. Ein Wort von ihr und ihr könnt den Rest der vierten Ära im Gefängnis verbringen. Okay. Perfekt. Seid auf der Insel vorsichtig. Diese Söldner nehmen keine Gefangenen. Okay. Wir müssen uns hier ein bisschen umgucken. Ich meine, das ist jetzt unsere neue Heimat. Saphir. Ach du heilige Scheiße, was ist denn hier los? Riesig. Es ist schon eher was wir... Okay, das... Uff, mache ich die ganze Aufnahmesession noch durch? Alter. Geschäftsbuch. Verbindung mit ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Ich hoffe, es ist wichtig. Ich habe ziemlich viel zu tun. Könnt ihr mir was über Gut Goldenglanz erzählen? Ich möchte wissen, warum ihr eure Zeit vergeudet, mich darüber auszufragen, wenn ihr eigentlich schon auf dem Weg dorthin sein solltet. Planung ist wichtiger als einfach losgehen. Glaubt mir, es ist wichtiger, sich damit auseinanderzusetzen. Die haben alle sogar einen Namen. Das heißt, das sind alles... Kurz Zeit, ich wollte euch etwas sagen. Brunjof, auf Gut Goldenglanz geraten Dinge außer Kontrolle. Ich möchte, dass ihr jemanden findet, der sich darum kümmern kann. Maven Schwarzhorn sitzt mir im Nacken und das kann ich nicht einfach nicht im Moment gebrauchen. Schickt weg, wenn es sein muss, aber ich will, dass die Sache sofort geklärt wird. Nö. Lass mich mal am allerwertesten lecken. Nun, ich habe jede Quelle ausgenutzt, die mir zur Verfügung steht, aber ich habe kaum eine Spur eurer Eltern finden. Wer auch immer sie sind, sie haben alle Spuren ihrer Existenz getilgt. Das ist eine reife Leistung, wenn man die Qualität meiner Quellen bedenkt. Wenn ich etwas Neues erfahre, werde ich mich wieder bei euch melden. So, du willst hey, schön, euch zu sehen. Mit mir reden. Ich habe noch nie jemanden mit euren Fertigkeiten gesehen. Na. Wisst, dass ihr zu mir kommen könnt, wann immer ihr etwas braucht. Okay, mit den Leuten reden wir nachher. Da reden wir nachher mit. So. Brynjolf also. Lasst mich raten. Er hat euch auf der Straße aufgegriffen und euch einfach ins kalte Wasser geworfen. Geht. Um euch die kleinen, gemeinen Details zu verraten. Richtig. Ich denke, ich könnte ein paar Ratschläge gebrauchen. Mit dieser Einstellung kann man hier reich werden und ein schönes, langes Leben genießen. Wir beide werden gut miteinander auskommen. Also, solltet ihr euch als fähig erweisen, habe ich jede Menge Aufträge für euch, um die Gilde wieder ins Geschäft zu bringen. Gut. Wieder auf Erfolgskurs? Schaut euch doch mal um. Die zersplitterte Flasche, die Gilde. Es geht alles vor die Hunde. Noch vor ein paar Jahrzehnten war es hier genauso geschäftig wie in der Kaiserstadt.
Aber jetzt kann man schon froh sein, wenn man nicht über einen Skeva stolpert. Was ist geschehen? Passt auf. Ich weiß, dass die anderen mich für leicht verrückt halten, so etwas zu sagen. Aber ich will offen mit euch sein. Irgendwer oder irgendwas da draußen ist verdammt sauer auf uns. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber es geht nicht nur um uns beide. Wir sind verflucht. Ein Fluch? Was können wir dagegen tun? Ich sage euch, was wir machen. Wir ignorieren diesen verdammten Fluch einfach und sorgen dafür, dass alles wieder so wird wie früher. Da kommt ihr ins Spiel. Ich habe jede Menge Arbeit für euch, mit der ihr uns bei der Rückkehr zu altem Glanz verhelfen könnt. Ihr müsst einfach nur fragen. Dann kommen wir beide so sauber wie nach einem Bad aus der Sache heraus. Okay. Diese Gilde kann nur durch Alle Aufträge Augen sind auf euch gerichtet. Überleben. Warte mal. Ich habe jede Menge Aufträge zu vergeben. Interessiert? Was ah, oh Mann. Angst, euch die Hände schmutzig zu machen. Ihr seid also Brynjolfs neuer Schützling, was? Ihr seht nicht nach viel aus. Ich will die Rüstung also haben. Der neue Rekrut. Warum? Ich bin hier unten der Hehler. Wenn ihr etwas habt, das euch nicht wirklich gehört, zahle ich dafür. Abzüglich eines kleinen Gildenanteils, versteht sich. Ab und zu kann ich für eine kleine Gebühr auch einige für unsere Branche nützliche Dinge anbieten. Gibt es etwas, wofür ihr nichts verlangt? Natürlich. Wie wäre es, wenn ich euch von Heuler niederschlagen und in die Zisterne werfen lasse? Ich bin schon lange im Geschäft und habe alles gesehen. Ihr könnt auf hart machen, auf intelligent, was immer ihr wollt. Letzten Endes interessiert uns hier unten nur, wie viel Gold ihr uns einbringt. Verstanden, ich will meine Rüstung. Gut, dann gibt es nicht mehr viel zu sagen. Hier ist eure Rüstung. Sorgt dafür, dass ihr sie gut nutzt. Bietet die Gilde auch andere Dienste an? Ihr könntet mit Delvin oder Vex sprechen, wenn ihr Arbeit sucht. Wenn ihr trainieren möchtet, ist das hier unten auch möglich. Delvin, Vex, Niruin und Vipir können euch helfen. Was gebt ihr mir dafür? Ich habe Münzen und ich habe Waren. Mal sehen, ob wir uns einigen können. Was hast du denn so? Solche Bögen. Schlecht. Okay, gucken wir mal. Was wir hier verkaufen können. Erstmal niesen. Das kann weg. Der kann weg. Hier kann ich also mit meinen ganzen geklauten Sachen hin. Einer davon kann weg. Weißt du was? Nimm. Kannst du haben. Der hat teilweise gestohlen. Du bist der Hehler. Das ist schon mal eigentlich sehr gut zu wissen, weil dann können wir wirklich hier mal mit allen unseren gestohlenen Sachen hin. Aber wir haben ja keine Schnellreise. Sonst haben wir gerade nichts Gestohlenes. Also gut. Bevor wir anfangen, will ich zwei Dinge unmissverständlich klarstellen. Zum einen, ich bin der beste Infiltrierexperte, den dieses Rattenloch von Gilde zu bieten hat. Wenn ihr glaubt, ihr könntet meinen Posten übernehmen, habt ihr euch getäuscht. Sekunde. Und zum zweiten, ihr folgt meinem Beispiel und tut genau, was ich sage. Keine Fragen, keine Ausflüchte. Na gut. Wir reden auf jeden Fall Bekleidung. Auch alleine die Wärme ist schon besser. Was waren das jetzt für Bonis? Ist schon geil. Aber, Bevor wir anfangen, will ich zwei Dinge unmissverständlich klarstellen. Klingt jetzt blöd. Zum einen, ich bin der beste Infiltrierexperte, den dieses Rattenloch von Gilde zu bieten hat. Wenn ihr glaubt, ihr könntet meinen Posten übernehmen, habt ihr euch getäuscht. Aber wir würden uns jetzt eher um Maven Schwarzdorn und das Pferd kümmern. Weil das ist jetzt eine neue Questline, die wir jetzt hier anfangen. Bevor und dann würde ich, nachdem ich mich darum gekümmert habe, eigentlich die Aufnahmesession beenden.
habe schon viel von euch und eurem Süßholzgeraspel gehört. Also ja, was ich jetzt machen würde, wir würden nochmal zum Haus Schwarzdorn gehen, die Quest dort abschließen und dann würde ich diese Aufnahmesession für dieses Mal beenden und in der nächsten kümmern wir uns dann um die Diebesgilde, hier noch ein bisschen in Rift. Nach Weißlauf werde ich, vielleicht Weißlauf werden wir nochmal den Samen abgeben, weil ich werde nochmal nach Weißlauf laufen, dann werden wir hier noch die Kette sammeln und so. Aber heute werden wir nochmal kurz zum Haus von Maven gehen und nochmal kurz den Samen in Weißlauf abgeben. Dann bis gleich.